Oh, Scheiße. Herzlich willkommen bei Plan C. Heute geht es um mein Angelset. Und zwar habe ich mir das zurechtgestellt nach den Regeln für 7VS Wild. Ich hoffe, ich bin da auf den neuesten Stand, weil das immer, ich komme immer nicht so ganz hinterher mit den Planänderungen, aber es müsste eigentlich passen. Ich zeige es euch gleich und dann erkläre ich euch auch noch, wie ich damit angle. So, das ist also mein Set. Wie gesagt, das Messer gehört natürlich nicht dazu. Das ist jetzt bei den normalen dabei. Dieses hier ist mein Band, das ich anstatt Paracord mitnehme. Ist auch bei den normalen anderen 7 Sachen dabei. Das sind jetzt also 2 von diesen anderen 7 Sachen, die wir hier haben. Und das ist jetzt das eigentliche Angelset. Natürlich ohne diesen Gummifisch, den habe ich jetzt nur mitgenommen, um dabei zu zeigen, wo man hier die Haken reinmacht und wie das ist. Ich habe hier vorne so einen Einhänger reingemacht, damit man das ein bisschen zeigen kann, wie das aussieht. Der gehört also auch nicht dazu. Das hier, das war schon, ist das eigentliche Angelset. Ich habe hier eine Schnur. Das ist eine 0,50er, also schon ein bisschen derbere. Die hält 15 Kilo. Ihr seht das hier vielleicht auch. Die ist also schon so ein bisschen strammer. Diese hier fische ich dann in Verbindung mit der. Zeige ich euch aber alles. Und hier ist jetzt das eigentliche Angelset. Und zwar haben wir hier 2 Stahlfischfächer, handelsüblich. Nicht wundern, in den einen ist nur noch schon der Haken eingehängt. Oder ich mache es mal auseinander, dann sieht man das besser. Ich gehe mal davon aus, dass das mit den Einhängern okay ist, weil Binden, Stahlfächer zu binden ist ein bisschen, ja, gibt es auch, aber weiß ich nicht. Ich denke mal, dass das hier mit diesem Wirbel und den Einhänger und hier halt Wirbel mit Einhänger, dass das so okay ist. Ich habe hier einen ganz normalen Einhänger, einen relativ großen Haken. Ja, das ist also relativ groß. Der ist dann auch für den Köderfisch. Das hier ist einfach nur, damit ich mir die Hakenspitze nicht im Finger haue. Das tut nämlich sehr weh. Ja, hier ist das zweite Vorfach. Ist eigentlich von der Sache her genau dasselbe. Hier ist bloß ein bisschen größerer Einhänger dran. Länge sind beide ungefähr gleich. Ich sag mal so ungefähr 25 cm. Können auch 30 sein. Dann habe ich den einen Haken, der da dran hängt. Dann noch so einen. Das ist die gleiche Größe. Und 3 Haken kleiner. Diese Haken sind Wurmhaken. Und zwar, also das heißt, der Schenkel hier hinten ist ein bisschen länger und der Schenkel hat hier so ganz kleine Widerhaken drauf. Das heißt, ihr könnt den Wurm hier draufziehen und der hält dann noch relativ gut. Und, was auch wichtig ist, ihr habt ein relativ großes Öhr. Ich hoffe, man sieht es hier so halbwegs. Ne? Also das Öhr hier ist ziemlich groß, dieses Loch. Einfach deshalb, damit, wenn ihr das binden müsst, ihr müsst ja das auch binden, ihr den Haken hier auch, den Haken auch auf die Schnur kriegt. Ich habe natürlich meine Brille nicht auf, doch jetzt da. Na? Also der passt hier auch ohne Probleme durch und man kann dann auch noch einen Knoten machen. Die hier sind nur für Köderfische. Passen natürlich auch ein bisschen größere drin. Also die Köderfische, wenn sie größer werden, kann man die natürlich auch in eine Pfanne hauen. Ja, das war es eigentlich schon. Das war eigentlich schon alles. Kein großes Ding. Ist ja auch nicht viel erlaubt. Ich weiß gar nicht, wie viel Schnur man mitnehmen darf. Ich habe das jetzt hier einfach mal so prophylaktisch aufgemacht. Das dürften so um die 5 Meter. Ich glaube, man darf eine ganze Ecke mehr mitnehmen. Ja, wie angle ich damit und was hat es mit dieser Schnur auf sich? Ich will es euch gleich sagen, dieses Video hat mir, also dieses Thema, dieses 7VS Wild hat mir richtig Nerven gekostet. Ich glaube, ich habe noch nie ein Video gedreht, was so kompliziert und so schwer zu drehen war, weil ja, es hat alles irgendwie nicht so hingehauen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe es erst gedreht, da habe ich auch nur so vor so einem Balkon gesessen, auf dem Balkon gesessen, habe nur gelabert. Dann habe ich mir gedacht, nee, du musst es irgendwie auch noch zeigen. Dann ist es aber so mit den Zeigen, das ist gar nicht so einfach, weil so wie du hier irgendwas an mit einer Leine und hast du nicht gesehen, am See sind natürlich gleich 10 Leute um dich rum, die dich fragen, was machen sie denn da? Dürfen sie denn das denn überhaupt? Und so weiter. Das ist ja in Deutschland auch immer so. Selbst wenn ich ohne Haken angle, können sie mir eigentlich nichts wollen. Aber na, es ist immer so eine, es ist ein bisschen blöd. Dann hatte ich mir überlegt, dass ich mir einen langen Stock baue und oben so ein V und dann diesen Köderfisch praktisch so hier reinlege, damit ich den einfach weiter ausschmeißen kann. Damit ich wie so eine Zwille habe, wie so ein Schleuderkorpen vereinfachten, damit ich ihn einfach weiter rauskriege. Weil Idee dahinter war, ich wollte den Haken hier vorne reinmachen und dann den Fisch halt durchs Wasser leicht jiggen. Und dazu musst du aber den Köderfisch, den du mit den kleinen Haken vorher fängst, auch eine gewisse Weite rauskriegen auf den See, damit du an diese Stellen kommst, wo du so Hechte und sowas vermutest. Ziel dieser ganzen Aktion ist es, ich fange mir kleine Köderfische, dazu habe ich den kleinen Haken und fange dann mit den Köderfischen Hechte.
Ja, das Ganze habe ich probiert mit diesen. Ich mache euch gleich mal hier so ein paar Aufnahmen rein. Oder ich zeige euch erstmal die Aufnahmen jetzt. So, ich zeige euch das noch mal kurz. Die Hauptschnur ist an den Stock gebunden, ist klar. Und zwar, den zeige ich jetzt nicht nochmal, das ist ein ganz normaler, so ein Tote-Mann-Knoten, so ein Hangman-Knoten, der sich selber festzieht. Hier habe ich dann ans Ende eine Schlaufe gemacht. Hier wieder eine Schlaufe, hier ist Schlaufe in Schlaufverbindung. Hier kommt jetzt das Vorfach praktisch. An dem Vorfach hängt das Stahlvorfach. Auch ganz normal, hier ein ganz normaler Angelknoten. Über die Knoten werde ich jetzt nichts weiter sagen, die könnt ihr euch bei YouTube tausendmal gucken. Und hier hängt jetzt praktisch der Fisch dran. Ja, und jetzt werde ich euch mal zeigen, wie ich das Ganze aufwickle auf dieses Ding, damit ich damit auch vernünftig schmeißen kann. Und zwar nehmt ihr euch einfach euren Ast und legt das Ganze so drüber jeweils. So, oder von der Seite, so, oder von der Seite. So, wie gesagt, der Fisch hängt praktisch so hier drauf. Ich hoffe, ihr seht's. Und dann kann ich das Ganze nehmen hier und kann es halbwegs rausschmeißen. So war der Plan. Also so funktioniert schon mal nicht. Leck mich doch, ey. Ja, und wie ihr seht, hat es nicht funktioniert. Der Plan war, wie gesagt, hier so ein Dings. Und es war in der Theorie wirklich super. Ich habe mir das überlegt. Mensch, ey, ich habe nächtelang die Relativitätstheorie und alles durchgerechnet und habe mir gedacht, das muss doch passen, das muss gehen. Rein physikalisch muss es funktionieren. Tut's aber nicht. Warum? Weil sich das Paracord nach dem ersten Ausschmeißen sofort mit Wasser vollsaugt. Dann schwerer wird dieser Klumpen von Paracord, den du zwar in so einer Schlaufe über diese Gabel legst, aber der ist halt schwerer und überholt dann beim Auswerfen praktisch den Köderfisch. Und dann verwickelt sich das Ganze mit der kleinen Schnur und du hast nur noch einen Klumpen. Es funktioniert einfach nicht. Dann ist es auch so, dass dadurch, dass die relativ schwer ist, das Paracord natürlich, wenn der es einmal vollgesaugt ist, du zwar von mir aus 5 Meter rauskriegst, mit viel Glück, es dann aber sofort absinkt und den Köderfisch natürlich sofort runternimmt auf dem Grund. Und was wir vermeiden sollten, ist mit so einem Köderfisch auf dem Grund zu angeln, weil wir haben nur 2 Haken. Wir haben nur 2 große Haken für diesen Köderfisch. Und wenn die sich einmal am Grund irgendwo verhaken, und wenn sie sich verhaken, dann verhaken sie sich am Grund, dann sind die natürlich weg und das ist blöd. Deswegen dieses hier. Gleiche Praxis, ich zeige es jetzt nicht nochmal, also es funktioniert, ich habe es mal mit diesem Zeug ausprobiert, hatte ich leider die Kamera nicht dabei, weil ich mit dem LKW unterwegs war. Es funktioniert 10-mal besser, weil dieses Zeug hier, es trägt natürlich viel weniger wie Paracord, keine Frage. Es ist aber dünner, extrem leicht gegenüber Paracord, es ist Plastik, es saugt sich nicht voll Wasser, es schwimmt auf der Oberfläche und man kann es sogar noch, weil es ist so leicht weiß Perlmutt, man könnte es vielleicht sogar noch so als Wurmersatz oder so für die Köderfische, müsste man mal ausprobieren. Das habe ich jetzt nicht ausprobiert. Ja, wie angelt man damit? Ganz ehrlich, ich würde es gar nicht mit diesem V machen. Nehmt euch einen Stock etwa zwischen 2,50 Meter und 4 Meter lang. Je nach Dicke für die Köderfische braucht ihr keinen besonders dicken. Da reicht auch ein relativ dünner. Haselnuss ist immer von Vorteil. Macht die Schnur, diese hier oben fest. Geht dann mit der Schnur den Stock runter und ungefähr, ich sag mal so, aus diesem, für Köderfische jetzt, ne? Ich rede jetzt von Köderfischen, aus diesem Material macht ihr euch ungefähr 1 Meter in etwa, macht einfach einen Schwimmer dazwischen, das kann ein Stück einfach Rinde sein, einfach einmal umwickelt ist, das hält, das braucht nicht viel zu tragen, also so ein ganz kleines Stück reicht da schon, das werdet ihr ein, zweimal probiert, dann habt ihr das raus. Das ist wirklich kein Hexenwerk. Also praktisch oben der Stock, diese Schnur bis fast unten hin, bis zum Ende des Griffs und den letzten Meter, sage ich mal, nehmt ihr diese Schnur. Verbindung dieser beiden Schnüre, einfach Schlaufe in Schlaufe, hier eine Schlaufe dran, da eine Schlaufe dran, zack, eingemacht. Hier am anderen Ende ein Haken dran, ein Wurm dran. Wurm ist immer gut oder was ihr halt als Köder findet, das können
Schnecken sein, das können Raupen sein, das können Insekten sein. Aber Wurm findet man eigentlich fast immer, sage ich mal, Maden, sowas. Wurm findest du fast immer und dann rein ins Wasser und gut ist. Noch ein paar ganz kurze Worte zu Köderfischen. Und gerade wenn ihr die mit der Stipprute fangt. Wenn ihr euch diesen See zum Beispiel anguckt, sucht immer Strukturen im Wasser. Das heißt, beobachtet das Wasser erstmal. Das Beobachten von dem Wasser, wo ihr angeln wollt. Und das Auschecken, das heißt, das Rauskriegen, wo ist jetzt sehr wahrscheinlich oder am wahrscheinlichsten der Fisch, ist immer viel wichtiger, wie das Material, mit dem ihr angelt. Dem Fisch da unten ist das völlig egal, ob das hier eine Plastikschnur oder Paracord oder eine super teure Angelschnur ist oder ob ihr eine super teure Angel oder einfach nur einen Haselnussstock in der Hand habt. Das ist dem egal. Ich habe auch noch nie einen Fisch im Angelladen gesehen. Also wenn ihr es schon mal eingesehen habt, ich noch nicht. Guckt nach Struktur und dann macht es so, schmeißt es rein. Höhe, wie gesagt, zwischen 1 Meter und 50 cm seid ihr immer ganz gut so. Wenn der Fisch da ist, der kommt so oder so. Die Köderfische, gerade so Barsche und so, bei Wurm werdet ihr viele Barsche haben. Schmeißt es ein bisschen raus, guckt ein bisschen nach Struktur und dann wartet nicht zu lange. Das heißt, schmeißt den Köder rein, wartet, keine Ahnung, wenn es hochkommt, 5 Minuten. Wenn da nichts ist, wenn da nichts zuppelt, wenn sich da der Schwimmer, das heißt die Pose praktisch, dieses Stückchen Baumrinde, was ihr nehmt, noch nicht mal irgendwie bewegt hat, dann geht weg. Dann hat das da keinen Sinn. Sind auch keine Fische. Dann geht woanders hin. Geht 3 Meter weiter rechts, 3 Meter weiter links. Das kann manchmal schon ein Riesenunterschied sein. Im Normalfall, wenn es ein guter Tag ist und der Köderfisch ist da, schmeißt ihr das rein, zählt bis 10 und habt einen Fisch dran. Das ist wirklich so. Das ist kein Witz. Wichtig ist, ihr müsst die richtige Stelle finden. Dann Köderfische von dieser Größe können ruhig ein bisschen kleiner sein. Ja, wie gesagt, es können natürlich auch größere Köderfische sein. Das heißt, wenn ihr 3 von dieser Größe habt, dann müssen das nicht unbedingt Köderfische sein. Dann könnt ihr die natürlich auch braten. Barsche zum Beispiel sind sehr, sehr, sehr lecker. Auch Rotfedern oder Rotaugen sind sehr lecker. Lassen sich auch schön braten. Bisschen mit den Gräten aufpassen, ist klar, ist bei jedem Fisch. Ansonsten könnt ihr die gut essen. Oder ihr nehmt die halt als Köderfische. Und Köderfische nehmt ihr praktisch genau dieselbe Angel. Macht das alles genauso, bloß, dass ihr dieses Stück ein bisschen kürzer nehmt. Und dann, sagen wir mal, wenn die Angel jetzt 4 Meter lang ist, dann nehmt ihr höchstens 3 Meter, sage ich mal, von diesem Zeug. Dann 1 Meter von dem. Und das letzte Stück ist dann das Stahlvorfach, weil Hechte beißen euch so eine Schnur durch. Auch so eine Schnur, wenn es sein muss. Die haben sehr scharfe Zähne, die haben auch etliche 100 scharfe Zähne und die sind wirklich scharf, die sind rasierklingenscharf. Wer schon mal Hechte gefangen hat, den sieht man es auch meistens an den Pfoten an. Da müsst ihr also wirklich mit Stahlvorfach. Und dann nehmt ihr einfach den Haken, der dran ist. Ich habe jetzt Einzelhaken genommen, man kann aber auch Drillinge nehmen, wenn man das will. Und dann kommt es ganz drauf an. Ihr nehmt wieder einen Schwimmer, ein bisschen größeres Stück. Verguckt euch nicht, der Köderfisch sinkt nicht zu Boden wie ein Stück Blei. Das ist kein Stein. Das heißt, wenn ihr den reinschmeißt, müsst ihr die Luftblase zerstechen und dann sinkt der eigentlich relativ langsam ab. Das heißt, ihr braucht also auch kein Riesenstück an Korkmaterial, die diesen Köderfisch hier zählt. Im Gegenteil, je weniger ihr an Schwimmer nehmt, desto besser ist es, weil dann hat der Fisch einfach weniger Widerstand, wenn er den nimmt. Wenn ihr den jetzt rausschmeißen wollt mit Schwimmer, dann hakt ihr den praktisch hier oben in der Rückenflosse ein. Und dann hängt der Fisch so im Wasser. Ne? Den schmeißt ihr einfach raus mit Schwimmer und dann könnt ihr auch ab und zu mal zuppeln, wie ihr wollt. Oder ihr lasst ihn einfach stehen, wie ihr wollt. Bei Hechten ist es genau dasselbe. Schmeißt ihn da rein, wo Struktur ist. Das heißt, Kanten unter Wasser, steil abfindende Wände, Bäume im Wasser ist immer ganz gut. Schilfkanten, Seerosenfelder. Manchmal auch mitten ins Kraut etc. pp. Im Winter immer tiefer, im Sommer immer ein bisschen höher. Also jetzt flacher angeln. Ne? Das heißt also, dass der Köder im Winter immer tiefer sein sollte, Grundnähe so ungefähr, und im Sommer immer ein bisschen höher, weil da halten sich die Fische dann eher auf. So als ganz grobe Grundregel natürlich nur. Da gibt es auch 10.000 Theorien. Ihr wisst ja, Angeln ist eine Wissenschaft. Ja. Und das ist dann eigentlich auch schon alles. Ihr könnt natürlich auch den Haken hier vorne durch die Schädeldecke machen und den dann so anbieten. Dann könnte man natürlich auch die Schnur etwas länger nehmen und versuchen, wie gesagt, mit so einem Dings den so rein. Ob das jetzt so wirklich funktioniert? Ja, es hat funktioniert, aber so richtig, sage ich ganz ehrlich,
weiß ich nicht. Also ich sag mal, mit diesem V und mit diesem Ding kommst du vielleicht 10 Meter und ohne kommst du vielleicht, keine Ahnung, 6 Meter. Ob das jetzt den riesen Unterschied macht, ist ein bisschen schwer zu sagen. Ich würde es auch gar nicht so anbieten, dass der so durchs Wasser gezuppelt wird. Ich meine, man kann es probieren. Ihr könnt es ja probieren. Wie gesagt, Haken durch die Schädeldecke, angebunden, Steifvorfach nicht vergessen, rausgeschmissen. Der Fisch sinkt langsam zugrunde und ihr holt ihn praktisch immer wieder langsam zu euch her. Das heißt also, der Fisch sinkt erstmal ab. Ihr wartet. Jetzt könnt ihr auch von mir aus zählen. Ihr könnt bis 3 zählen, dann immer weiter zählen, dass er immer tiefer kommt. Dass ihr auch eine verschiedene Wassersäule damit dann abfischt und nicht nur eine Höhe praktisch im Wasser, sondern auch mal ein bisschen in die Tiefe geht, mal im Mittelwasser. Und dann schmeißt ihr den rein, der Fisch sinkt langsam ab, der wird also so absinken. Und wenn ihr den dann anzuppt, dann hüpft der praktisch so leicht durchs Wasser. Das ist soll so einen lebenden Köderfisch praktisch oder einen Köderfisch, also eine Beute für den Hecht, imitieren. Ich denke mal, es ist nicht unbedingt gesagt, also... Wie, wenn man mich jetzt fragt, wie gut stehen die Chancen damit, in Schweden einen Hecht zu fangen? Keine Ahnung. Kann ich euch nicht sagen, weil ich in Schweden noch nie geangelt habe. Allgemein sind die Chancen aber nicht schlecht. Und ihr müsst natürlich daran denken, ihr habt 7 Tage lang eigentlich relativ viel Zeit. Das heißt, wenn ihr mal 2 oder 3 oder 4 oder 5 Stunden am Wasser seid, dann fehlt euch das ja nirgends. Es wird euch ja nicht von der Arbeitszeit abgezogen oder so, ne? Also ihr habt Zeit. Und warum nicht mal probieren? Ihr könnt natürlich auch sagen, ich mache das einfach so und mache eine Selbsthakenmontage. Das heißt, ihr nehmt einen kleinen Strauch zum Beispiel, biegt den um, also einen kleinen Ast, ne? Der so ein kleines Bäumchen, was am Wasser gewachsen ist, macht euch da eine Falle. Dazu kann ich auch noch mal extra ein Video machen. Das wäre jetzt aber ein bisschen viel, euch das hier zu zeigen. Ich müsste jetzt auch erstmal gucken, ob hier irgendwas Passendes wächst. Ich sehe nichts, jedenfalls nicht da, wo ich hinkomme. Kann man auch machen, dass man so eine Selbsthakenmontage. Gibt es auch Videos auf YouTube, wie man sowas baut, dass praktisch, wenn der Fisch anbeißt und einmal zieht, der Haken praktisch ausgelöst wird und der Baum praktisch hochschnellt und den Hecht dann dadurch hakt. Müsst ihr trotzdem irgendwo in der Nähe sein, weil 2 Stunden lang lässt sich das Tier da auch nicht irgendwie, irgendwann reißt die Schnur mal oder er kämpft halt zu viel oder ich weiß es nicht. Also ich würde da lieber dabei bleiben, ganz ehrlich. Wie gesagt, ist immer eine Option mit den Hecht. Es ist jetzt keine Pflicht. Ich habe 2 Haken mit, ich habe dann die Option und ich habe 3 weitere Haken mit denen ich mir in dieser Größe hier, Handteller groß oder halt auch größer, alles Mögliche, was wird es da in Schweden geben? Ich denke mal, auf jeden Fall wird es zum Beispiel Aal geben, der geht auf Wurm. Es wird mit Sicherheit Barsche geben, die gehen auf Wurm. Es wird wahrscheinlich auch so eine Art, weiß ich nicht, ob die da Plötzen oder was haben, Forellen zum Beispiel, kannst du auch auf Wurm fangen und so weiter. Wird es da auch geben, Regenbogenforellen und sowas wird es da geben. Keine Ahnung, was es da alles an Forellen gibt. Vielleicht auch Lachsforellen, keine Ahnung. Ja, ihr werdet also auf jeden Fall was fangen. Davon gehe ich aus. Und das ist natürlich eine Nahrung, die man nicht unterschätzen sollte. Ne? Fisch ist sehr kalorienreich und auch eiweißreich. Und das zusammen mit irgendwelchen Beeren und Pflanzen und hast du nicht gesehen, die ihr natürlich dann dazu auch noch sammeln könnt, macht schon richtig was her. Und vor allen Dingen, Angeln beruhigt. Angeln lenkt ab. Angeln ist ein guter Zeitvertreib. Ihr habt was davon. Das heißt, ihr kriegt eine Belohnung dafür, dass ihr eure Zeit rumkriegt. 7 Tage in Schweden, das wird nicht einfach. Also mir wäre das sehr, sehr langweilig. Ich weiß jetzt nicht, sie haben ja irgendwelche Challenges und sowas, wollen sie ja vorbereiten. Was da kommt, keine Ahnung. Aber mir wäre trotzdem wahrscheinlich ein bisschen langweilig und ich wäre froh, wenn ich angeln könnte. Sage ich ganz ehrlich. So, das soll schon wieder gewesen sein. Ihr geht raus, geht in den Wald, werdet bessere Menschen. Man sieht sich. Ich glaube, ich hab's jetzt. Alter, also noch kein Video hat mir solche Nerven. Das ist jetzt, ich glaube, der 3. oder 4. oder 5. Versuch. Ich habe ungelogen mindestens 3 Stunden Videomaterial. Das ist ja dann auch alles schon hochgerendert. Das ist alles schon hochgemacht und schon geschnitten. Und Alter, ehrlich, ihr wisst gar nicht, wie schwer das manchmal ist, ein Video zu drehen. Ne? Und vielleicht sitze ich morgen davor und sage, das ist auch wieder scheiße. Man sieht sich.